Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Jonas und ich segel seit 3 Jahren auf unserer Welt umher, aber hier geht es um mehr als Segeln. Ich möchte euch inspirieren, alternative Lebensziele zu erkunden und mutige neue Wege zu gehen. Gemeinsam mit Mitseglern entdecke ich faszinierende Orte und zeige, dass es möglich ist, in seinem Leben seine eigenen Ideen zu realisieren. Ich lade euch ein, Teil dieser einzigartigen Reise zu sein und deswegen lasst uns schauen, was dieses Mal für Abenteuer auf uns warten. Was wird das, Arvid, mit diesem Schild? Naja, ich tramp hier zurück. Und hier sind so die Städtenamen drauf von den nächsten Städten, die hier so kommen. Und ich hoffe mal, damit komme ich hier irgendwie bis nach Frankreich und dann irgendwann auch mal in Deutschland an. Ja, wir waren gerade noch Gas kaufen, leider nur für Jonas und nicht für mich, weil die hatten keine Gasflaschen mit Gewinde. Ich muss mal schauen, ob ich in Santiago irgendwie noch was finde, sonst gibt es die Nudeln halt einfach trocken. Nee. Jo, sonst weiß nicht, was ich noch groß sagen soll, es war ultra nice. Kommt auf jeden Fall auch mal vorbei. Und ja, nee, einfach nur vielen Dank, Jonas, dass du machst, dass man das so... dass es so easy ging mit Vorbeikommen und so. War mega nice. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal irgendwann in der Ostsee. Voll cool. Ich bin gespannt. Meld dich auf jeden Fall. Wir müssen noch mal hören von dir. Also einmal täglich sagen. So, einmal dein Stand, dann Stadt. Hau rein. Oh, meine Herren. Mir auch. Abschiedsbier hätte ich ja noch getrunken. Aber ja, wir können ja noch eins holen. Ja. Viel Erfolg, melde dich mal, wie es läuft, ne? Gute Reise dir. Ciao. So, Arvid war ein guter Mitsegler. Sehr hohe Qualität von Mitsegler. Höchste Qualität von Mitsegler. Wir gehen jetzt einkaufen, damit wir dann unseren Trauer so ein bisschen uns ablenken können, überwinden können. Und wenn wir dann Vorräte aufgeladen haben, dann geht das heute nochmal los auf den Atlantik. Mal gucken, wie die Zeit rennt manchmal. Deswegen ganz schnell einkaufen. Mike und ich wollten eigentlich jetzt noch Wasser holen in dem anderen Supermarkt, damit wir es weit tragen wollten. Und die Mädels da vorne, das sieht ja gar nicht gut aus. Treiben total auf den Strand. Ich werde vielleicht gleich noch zur Rettung doch noch kommen. Scheiße, was machen die denn da? So angestrandet hier seitlich. Das hat 8-3 funktioniert, würde ich sagen. Oder Jenny, was ist das Problem? Also erstmal habe ich den Motor gar nicht reinbekommen. Da war das Problem. Und dann, keine Ahnung, warum ging der Motor nicht an? Also ich habe oben aufgemacht, ich habe hinten das Ding gerade gedrückt, ich habe gangneutral gemacht. Da habe ich den Schurk gezogen. Achso, der ist rote, ich habe den Draht noch drum gemacht. Vielleicht sogar ein bisschen zu spät. Und dann habe ich nochmal gezogen. Das klang eigentlich auch ganz gut. Frage. Und ja. Was fehlt schreibt jetzt? Schreibt mal in die Kommentare, woran hat es gelegen? Ja, schreibt mal in die Kommentare. War es meine Inkompetenz oder? So, jetzt haben wir es geschafft, aber uns ist eine Welle hier reingegangen. Jetzt sind hier unsere frischen Küchenrollen nass und unsere Einkäufe, alles nass. Oh nee, und die neue Gasflasche, die bringt auch schon an zu rosten. Ich krieg die Krise, ey. Hauptsache Moni fällt jetzt nicht runter, wenn sie aufs Boot klettert. Lag auf jeden Fall an dem Ding hier. Das muss man rausziehen.
Scheiße, Küchenrolle. Und diesen Draht dazwischen machen. Und das war nicht genug rausgezogen und deswegen hat er nicht gestartet. Das ist der Notausschalter eigentlich. Ja. Okay, ich geh auf die Leiter. Grundschullehrer an Bord. Eine 9. Wirkst du viel älter und intelligenter. Danke. Also wir segeln jetzt noch mal ein Stück weiter, sind fertig mit unserem Spiel im Nachmittag. Ist ein bisschen windiger, ich hoffe, hier wird keiner nass. Geht auch nicht, oder? Einfach nur so. Zwei, drei Stunden noch mal segeln, wir bereiten uns jetzt vor, Sailing is Life. Navigator wie Brest. Ja, das sind so meine Segel. Hashtag I love sailing. I love sailing. Sailing. Wicked. Ja, es ist eigentlich schon ganz schön windig. Mal schauen, ob es uns hier gleich, keine Ahnung, unter Wasser drückt. Wie willst du denn? Scheiße, muss ich das jetzt immer von Arbeit übernehmen, oder wie? Ja. Hier geht ein bisschen die Richtung an, ne? Noch ein Stück nach rechts. Weiter, weiter, weiter. Ja. Und Kader, beste Situation, um den Anker hochzuholen, komplett. Oder? Komplett. Es regnet, es windet, der Anker ist dreckig, macht richtig Bock. Und dann einmal um das silberne Teil. Hier rum? Ja. Und dann unten durch, einfach an dem silbernen, und da einen Knoten machen. Nee, nee, achso, ja, da geht auch. Oh, wow. Nee, nee, wir haben es hier. Hier einfach. So, so. Und wo? Hier drum einfach? Ja, durch das Loch. So, das macht immer richtig Bock, wenn die Crew eingespielt ist und die Mädels haben es echt drauf, ne? Weil da waren jetzt schon Jenny, Maike, Moni, die sind jetzt schon ein bisschen länger dabei, gehen jetzt bald auch wieder, aber die machen das total gut und sind ein gutes Team. Was soll ich sagen, ne? Macht richtig Bock. Fahren wir ein paar Wänden, weil wir wollen zur Isla Arosa zurück, weil heute Nacht ist relativ viel Wind, so 20 Knoten, da gibt es so Moorings, da sind wir dann safe. Und deswegen müssen wir jetzt hier am Wind mal rauskreuzen von Villa Garcia nach Isla Arosa. Ich hau hier einfach mal einen Screenshot rein, wie das mit dem Kreuzen so aussieht. Und wir haben bestimmt noch mal so 3-4 Wänden vor uns und hoffentlich kommen wir dann genau an, wenn man auch ankommen will. Also gerade eben, wenn dann segeln, so wenn man dann halt fertig ist, wir machen halt einfach hier Luxussegeln. Ne? Ganz entspannt. Alle die Köpfe runter. Halt für die Wände. Bisschen mehr noch runter, ja. So, genau. Kann ich rumziehen jetzt? Ja, zieh rum. Und ich sag Bescheid. Sag Bescheid, wenn der blocken kann. Dann erst langsam und dann mehr, ne? Okay, jetzt kannst du mal langsam. Und ihr könnt auch schon ziehen. Mal vernünftig einpacken, ne? Müssen wir das Ding erst gerade machen? Ja, das ist gut, dann kommen wir besser dran. Jetzt haben wir es. Jetzt fahren wir zur Boje. Und die Sonne ist leider schon weg. Ein bisschen bitter. Weil eigentlich fehlt jetzt noch ein Sonnenuntergangsweinchen. Aber egal, können wir es vielleicht trotzdem. Schön war's, oder? Ja, schöner Turn heute.
Scheiße. Jetzt nicht los. Die Hose! Nein. Vorwärtsgang, sagst du? Übernimm. Ja, ich habe jetzt voll die Delle hier im Fuß. Ich die auf Kamera. Voll so reingedutscht. Also wir machen das jetzt nochmal. Ich fahre da zur Boje hin. Einer muss dann sagen, wann Stopp ist. Und im Prinzip muss ich dann nochmal auf die Boje draufhüpfen mit einem Seil. Und dann musst du, sobald ich auf der Boje bin mit dem Seil, musst du Rückwärtsgang reinhauen. Heißt das Ding da? Also Rückwärtsgang ist im Prinzip, das ist Leerlauf. Ja. Rückwärtsgang ist, wenn du leicht nach hinten, so, dann rastet der ein, nicht mehr Gas geben. So Leerlauf und das ist Vorwärtsgang. Und dann, wenn wir fest sind, machst du wieder Leerlauf rein, nach oben. Mhm. Und dann ziehe ich uns ein bisschen ran. Und die Boje darf nicht zu viel Kreckung, weil ich da runter während. Du ziehst das Boot dann ran. Ja. Das ist Hulk. Mit den Handys, mit den Gains der letzten Dafür habe ich die ganze Zeit trainiert und auch so viel Eiweiß gegessen. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Und dann durchs Loch oder wie? Hat Angst um Jonas? Bisschen. Was ist passiert? Jonas hat versucht, uns an der Moje festzumachen. Hat nicht ganz so funktioniert. Wir haben auch den, wie auch immer, diesen Stab zum Festmachen verloren. Der ist jetzt irgendwo unter uns. Jonas lag auch fast im Wasser. Aber ja, jetzt passt alles. Wir sind fest und war witzig. Fazit des heutigen Tages. Ja, eigentlich war es ganz entspannt am Anfang und im Endeffekt ja auch immer noch. Wir segeln war sehr cool. Wir hatten heute einen nice Wind, nice Welle, es war nicht zu viel. Captain Jenny hat das sehr gut gemacht heute. Ja, dank der Jacke. Sehr gut gefahren. Ja, hat Bock gemacht. Die Boje fangen war ein bisschen schwierig, aber auch da waren wir kreativ. Zweiter Versuch hat funktioniert. Jonas ist nicht ins Wasser gefallen. 10% Schwund gab's, wir haben keinen Haken mehr. Der ist jetzt am Meeresgrund. Genauso aber wie die Angel. Ihr könnt ihr morgen tauchen gegangen. Gehen, wenn aber ihr ja, eh wir baden können dann geht. Morgen eine Runde tauchen und ein bisschen Fische beobachten und Haken suchen. Toll, ja. Ja. Ein bisschen Verlust ist immer dabei. Jetzt gibt es erstmal Essen, wir haben wieder Hunger. Curry und Wein. Läuft. Und einen kleinen Spieler. Das lass sein. Attacke. Toller Tag. Das war's auch schon wieder für diese Woche mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann gebt meinem Kanal ein Abo und dem Video ein Like. Ich freue mich auf nächstes Mal und bis dann.